Ein männliches Vorbild im Kindergarten bedeutet, dass Kinder sehen können, dass Männer auch fürsorglich sind, dass Männer auch trösten können, dass sie Essen zubereiten können, dass man sie umarmen kann und all diese Dinge, die ja, manchmal irgendwie so in Mann-Frau eingeteilt werden, dass das ein bisschen aufgebrochen wird. Und wenn es die Kinder von Anfang an mitkriegen, dann können sie das auch in die Gesellschaft tragen. Hallo Moritz, schön, dass du da bist. Hallo Karina, freut mich. Du bist jetzt seit einem halben Jahr Teach for Austria Fellow im Kindergarten. Richtig. Und wie geht's dir? Es ist für mich extrem spannend, weil es ganz was Neues ist und es ist aber für mich total bereichernd. Ich wollte nach der Schule schon in den Kindergarten und es ist mir irgendwie ein bisschen ausgeredet worden und jetzt lasse ich es mir nicht mehr nehmen. Und die Möglichkeit als Quereinsteiger, diesen Beruf ausüben zu können, ist ja großartig. Und woher kommst du? So, was hast du nach der Schule gemacht? Also mein Background ist die Nachhaltigkeitsforschung, Umweltschutz, Klimaschutz. Ich habe an der BOKU studiert und ja, war jetzt zum Schluss bei einer Nachhaltigkeitsberatung, was auch sehr spannend war, mit tollen Leuten zusammengearbeitet und spannende Projekte gehabt. Und ich habe aber immer wieder gemerkt, wo ich mit Kindern dann oder Kinder mir begegnet sind und ich auf der Straße auch irgendwie gesehen habe, mir gedacht, ah, da geht mein Herz auf und ich würde gern täglich mit Kindern arbeiten. Weil ich kenne so ein bisschen, beim Alpenverein mache ich Kletterkurse mit Kindern und das ist aber nur einmal die Woche. Und genau, jetzt wollte ich mal ausprobieren, das täglich zu machen und es ist gerade genau das, was ich machen will. Und wie hat das dein Umfeld so aufgenommen, Familie, Freunde, dass du jetzt sozusagen vom Umweltberater oder Ja, ja. In den Kindergarten gehst? Es haben natürlich manche gesagt, da lasst du dir jetzt große Karrierechancen entgehen. Und ja, könnte sein, aber für mich war schnell klar, ich will das machen, was mich glücklich macht. Und es macht mich einfach gerade sehr glücklich, mit Kindern zu arbeiten. Und deshalb, und viele Freunde haben tatsächlich auch gesagt, hey, das finden sie voll mutig, dass ich da eben genau diesen Schritt mache und waren eigentlich beeindruckt. Und das hat mich dann auch in meiner Entscheidung bestärkt. Super. Ja. Und es ist ja nicht jetzt nur, dass du im Kindergarten arbeitest, sondern dass ihr nebenbei auch ein Leadership-Programm absolviert. Wie kannst du diese Leadership-Kompetenzen, die ihr da lernt, wirklich im Kindergarten anwenden? Ja, ich glaube, am Anfang habe ich mir schon öfter gedacht, okay, in der Schule verstehe ich dieses Leadership-Konzept noch mehr, aber im Kindergarten, Aber eigentlich mit jedem Tag verstehe ich es besser, weil gerade diese Zeit so die prägendste Phase ist für den Menschen und ja, einfach sehr viel falsch gemacht werden kann, auch in der Zeit, und aber extrem viel richtig. Und da würde ich gern so ja, meinen Teil dazu beitragen, eine gute Atmosphäre zu schaffen in der Gruppe, eine motivierende, eine mit Begeisterung, wo die Kinder neugierig sein können, wo sie entdecken können, wo sie sich freuen, wo sie glücklich sein können. Und natürlich aber genauso, es sind nämlich gerade so Gefühle, ist gerade so eins meiner Themen. Und es ist auch extrem wichtig, gesellschaftlich weniger akzeptierte Gefühle zuzulassen, also traurig zu sein, traurig sein zu können, dass das auch okay ist und auch mal wütend zu sein. Und dann die Frage natürlich, wie man mit den Gefühlen umgeht. Also das ist schon wichtig, aber wichtig ist auch, dass es nicht nur den ganzen Tag lustig sein kann natürlich. Was sind so, was waren deine größten Herausforderungen bis jetzt im Kindergarten? Wahrscheinlich das viele Kranksein. Ich war noch nie so oft im Krankenstand, weil halt einfach extrem viel Bakterien und Viren unterwegs sind. Und ja, da muss ich halt abgehärteter werden. Ja, ich denke, das ist die größte Herausforderung. Und sonst, wenn so Konflikte entstehen zwischen den Kindern und einfach gerade gar nicht klar ist, also wenn es darum geht, wer jetzt das Spielzeug haben darf oder das Fahrrad, und dann versuchen, so Konflikte zu schlichten.
Ja, ist herausfordernd, aber das macht es eben spannend. Mhm. Also das heißt, Konfliktmanagement ist auch direkt anwendbar im Kindergarten. Also es nimmt sehr viel Raum ein, glaube ich, im Kindergarten. Ja, ja. Und man ist einmal dann so der Konfliktmanager, der Therapeut. Eine Sekunde später ist man vielleicht mal der Arzt, der irgendeine Wunde heilt oder ein Pflaster drüber klebt. Dann versucht man wieder der Bespaßer zu sein oder was auch immer. Da ist es, glaube ich, sehr, sehr vielseitig. Ja. Was waren so deine größten Erfolge bis jetzt bei den Kindern? Ich glaube, was ich am liebsten mache, ist etwas mit Musik, weil ich selber Klavier gelernt habe und ein bisschen Schlagzeug. Und Ziehharmonika habe ich nicht gelernt, aber ich habe die alte von meinem Bruder mitgenommen in die Gruppe. Und das war sofort der totale Magnet für die Kinder. Sie wollten alle gleich ausprobieren und zuerst dieses Instrument ihnen zeigen, ihnen vorstellen und dann auch Lieder damit zu spielen. Mhm. Das ist ziemlich toll. Und da komme ich wieder zu den Gefühlen, weil es gibt ein Lied von den Gefühlen, was ich ein bisschen umgetextet habe, damit es für unsere Gruppe gut passt. Und das war schon sehr schön, dann zu sehen, wie schnell sie den Text lernen, wie schnell wir das auch gemeinsam dann im Morgenkreis singen können. Ich glaube, das war eine der Sachen, die mich am meisten gefreut haben. Super, ja, das klingt spannend und dann irgendwie ein Glücksmoment, wenn man dann sieht, dass die mittun und dass es ihnen auch gefällt. Und genau, ja, weil die voll. Kinder brauchen ja immer irgendeinen Anreiz, gell? Genau. Dass und sie mitmachen. Ich glaube, da ist die Herausforderung, dass es nicht zu einfach ist, dass ihnen nicht langweilig wird, aber auch nicht zu schwierig. Also das ist wirklich so. Differenziert wie möglich auch, weil es ja die Kinder im Alter von 3 bis 6, also natürlich nicht immer alles für alle Kinder, sondern je nachdem, angepasst und. Wie war es für dich als Mann jetzt in den Kindergarten zu gehen, weil es ist ja doch der Großteil der Pädagoginnen und Assistentinnen weiblich. Was siehst du da auch für Vorteile als Mann und wie ging es dir da generell? Also ich bin sehr wertschätzend aufgenommen worden vom Team. Somit war der Einstieg da ein angenehmer. Vorteile sehe ich ja sehr viele. Wenn zum Beispiel Kinder zu Hause jetzt nicht so oft ihren Papa sehen oder vielleicht gar nicht, dass sie da eine männliche Bezugsperson im Kindergarten haben, ist, glaube ich, sehr wertvoll. Auch für Umgang mit Aggressionen oder Gewalt, glaube ich, kann eine männliche Person auch helfen. Und ja, im Allgemeinen finde ich, dass es in jedem Bereich gut ist, wenn die Geschlechter möglichst gleich verteilt sind, weil es halt einfach die Realität widerspiegelt. Und ja, genauso im technischen Bereich, wo vor allem Männer arbeiten, ist es im Kindergarten auch gut, wenn der Männeranteil mal über 10% steigt. Stimmt, ja, also ich glaube, es ist ungefähr bei 3, 4, je nachdem. Ja, sehr, sehr niedrig, ja, genau. Ja. Und ihr seid ja in eine Community eingebettet, in deinem Jahrgang und generell auch im Kindergartenjahrgang. Wie hilft dir die Community da oder was schätzt du an der Teach for Austria Community? Die hilft mir enorm. Also das sind fast die schönsten Ankerpunkte, wenn wir so Peergroup-Treffen haben, wo wir uns dann austauschen, was gerade gut läuft, was nicht so gut läuft und so. Das ist extrem wertvoll und da hat sich, das ist irgendwie so die Basis, die am Anfang, also wir sind jetzt zu siebt, die von einem halben Jahr gestartet sind und ja, es war der erste Austausch oder die ersten Personen, die ich kennengelernt habe, die halt die gleiche Motivation haben, das jetzt zu machen und es hat total zusammengeschweißt und ja. Ist immer schön, die zu sehen und sich auszutauschen. Das heißt, ihr tauscht euch auch über Herausforderungen aus und Schwierigkeiten? Ja, also wenn ein schwieriger Tag war, dann ist, glaube ich, unsere WhatsApp-Gruppe der erste Anlaufpunkt, wo wir mal reinschreiben, hey, wie war es bei euch halt so? Und ja, das tut echt gut. Cool. Und welche Rolle übernehmen jetzt die Trainerinnen bei euch? Also wie haben die dich unterstützt bis jetzt? Auch eine sehr wertvolle. Wir haben regelmäßig Seminartage, Trainings, Kurse, die fix sind, Kurse, die wir auswählen können. Also da ist einfach eine tolle Begleitung.
Und unsere Trainerin ist jederzeit da für Fragen und wir können sie auch anrufen und genauso die Programmleitung. Also das ist wirklich toll. Da fühlt man sich einfach gut begleitet und es gibt irgendwie nie einen Punkt, wo man nicht weiß, an wen man sich wenden soll. Mhm. Das ist schön. Super. Und gab es vielleicht auch irgendeinen sehr lustigen Moment bis jetzt? Ich meine, es gibt sehr viele lustige Momente sicher im Kindergarten, aber irgendeinen, den du teilen möchtest? Sehr lustig oder lustig. Was ich mir sehr gerne notiere, sind auch Anekdoten, Zitate von den Kindern. Das sind so diese Momente auch zwischendurch, wenn sie dir was erzählen und es ist großartig. Also das ist nicht nur sehr lustig, sondern es sind eigentlich fast so die Momente, wo ich mir denke, das ist eigentlich der Grund, warum ich im Kindergarten bin. Weißt du so ein Zitat auswendig? Lass mich kurz überlegen. Es war ziemlich am Anfang, bin ich gefragt worden, ob ich weiß, warum der runde Tisch runder Tisch heißt. Und ich so, na, weiß ich nicht. Naja, weil er rund ist. Also, ja. Es gibt täglich ungefähr, es gibt täglich mindestens 5 Momente, wo ich mein Heft nehmen könnte und mir das Zitat aufschreiben und was zum Schmunzeln dabei ist. Mhm. Ja. Und du hast jetzt doch noch einige Zeit vor dir als Fellow. Hast du schon irgendwie eine Idee, wie es danach weitergehen kann für dich? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, nach den 2 Jahren die Ausbildung zum Elementarpädagogen fertig zu machen. Also fertig zu machen deshalb, weil es ja seit Oktober die Ausbildung für Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen an der Pädagogischen Hochschule gibt. Und die dauert eigentlich 2 Jahre und nach dem Teach for Austria-Programm können wir uns ein ganzes Jahr anrechnen lassen, was toll ist. Und da kann ich mir gut vorstellen, eben nach den 2 Jahren Teach for Austria das eine Jahr Ausbildung zu machen und dann auch als Elementarpädagoge eine eigene Gruppe zu haben. Das heißt, das Teach for Austria-Programm hat dich eigentlich zum Kindergarten gebracht, wo du dich sonst eigentlich nie hinbewegt hättest, weil es dir irgendwie ausgeredet wurde. Und jetzt über Umwege bist du sozusagen in den Kindergarten gekommen. Ja, ist ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, den klassischen Weg an der BAföG, die Ausbildung, hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht. Von dem her, Dank an Teach for Austria, diese Möglichkeit bekommen zu haben. Und was kannst du von deinem Ursprungsberuf im Kindergartenalltag so einbringen? Also gibt es da verschiedene Kompetenzen oder Stressresistenz? Ja. auf eine gewisse Weise, ja. Also ich möchte auf jeden Fall die Umwelt, Klimaschutz, Nachhaltigkeitsthemen auch mit den Kindern thematisieren. Natürlich nicht in Form einer PowerPoint-Präsentation, sondern indem wir viel rausgehen, in die Natur gehen, in den Wald gehen und ich ihnen so den Wert der Natur näher bringen kann, dass es für sie eine intrinsische Motivation ist, die Natur schützen zu wollen. Und noch als Abschlussfrage, was hast du am meisten über dich selber gelernt, seitdem du mit dem Teach for Austria Leadership Programm begonnen hast? Ja, recht viel, weil Kinder der beste Spiegel sind, die einfach so ehrlich sind, dass du ihnen nichts vormachen kannst und sie sich nichts vormachen lassen. Ja, was ich sicher gelernt habe, ist, dass in jedem Kind eine Begeisterung steckt für ein gewisses Thema, für eine gewisse Sache. Und ich viel geduldiger bin oder viel, viel später mir als denke, das ist jetzt gerade, weiß ich nicht, wie wir mit dem Thema weiterkommen oder der oder die tut sich da so schwer, weil ich dann einfach andere Qualitäten sehe oder andere Fähigkeiten, Kompetenzen, aber auch ganz einfach ein fröhlich sein, ein glücklich sein in der Gruppe, was schon so viel Wert hat. Ja, so Teil einer Gruppe zu sein und diese Kindergartengruppe ist ja doch etwas, die sehen sich jeden Tag, da gibt es verschiedene Rituale und verschiedene Dynamiken und so. Ja. Und,
Man ist irgendwie als Pädagoge dann trotzdem Pädagogin Teil irgendwie von dieser Gruppe, ja. Obwohl du sie ja irgendwie auch führst, eben deswegen Leadership. Aber Rituale ist auch ein gutes Stichwort. Mhm. Da habe ich, glaube ich, gemerkt, dass mir selber Rituale auch gut tun, obwohl ich es nie so wirklich anerkennen wollte. Ja, spannend. Zum Beispiel in der Früh einfach einen klaren Ablauf zu haben, bevor ich im Kindergarten bin, so eine Morgenroutine, die ich gerade versuche irgendwie mir anzueignen und die mir extrem gut tut. Und natürlich auch bei den Kindern, wenn der Tagesablauf klar ist und die Routine klar ist, dann tun sie sich auch viel einfacher. Das ist auf jeden Fall was ich auch für mich gelernt habe. Also Struktur irgendwie, ja. Das brauchen die Kinder ja ganz dringend und dass du das selber irgendwie, also du lernst viel von den Kindern auch, auf jeden was Fall. Die brauchen und dass du das auch brauchst. Ja. Ja. Ja, super, dann danke Moritz für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Danke dir, mich auch.